Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 6. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Okay, wir sehen hier drüben schon mal eine Mission wieder. Da gehen wir doch gleich wieder hin. Huch, hallo, warte. Wie, wo, was? Was habe ich jetzt gesehen? Wo ist es? Wo ist er? Hier. Aufklärungsbericht. Vorratslieferung. Einige Soldaten haben sich verplappert, dass in der Nähe demnächst militärische Vorräte abgeworfen werden. Du musst dich beeilen, um rechtzeitig dort zu sein, aber es wird sich für dich lohnen. Pfadfinder Ehrenwort. Angreifen, überfallen, aufteilen. Vergiss nicht, der Mörderdame sowie ihren treuen Springer und Läufer zu danken. Okay. Ich frage mich halt immer die ganze Zeit, das, was wir einsammeln, brauchen wir so viel? Und wenn ja, für was brauchen wir so viel? Das habe ich noch nicht ganz so geschissen gekriegt. Du musst laufen, Brother. So einer beliebigen Übergabestelle. Danach ist das dann jedes Fahrzeug. Ach ne, das ist ja Flugzeug. Schön. Naja, egal. Schön bunt hier. Ja, ja. Na, mal gucken, was das für ein völlig schnackter Halbwetter ist. Der ist bestimmt auch so ein bisschen durchgeknallt, oder? Bist du Philly? Ich bin Danny. Hier ist kein Philly. Okay. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Du wirfst hier mit großen Namen um dich. Chorizo. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, ja? Ich bin kein Held. Chorizo, es hat geklappt! Geklappt! Felis Magie, Baby! Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Ach, super, bring mich zu ihm. Schritt 1, Feli muss dich lieben. Schritt 2, die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die. Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ach, echt ein komischer Kart. Sind die irgendwie nicht alle so komisch? 1650 Meter. Okay. Na dann.
Na dann, versuchen wir mal unser Glück, oder? Felix. Bester. Donny, du weißt schon, von der Guerilla. Wo würde ich mich hochladen? Oh, der Held. Que voilà. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon. Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen. Nur mit Waffen. Na komm schon, du Großstadtheld. Du bist jetzt im Westen. Das ist eine Plantage. Halt ein altes Gebäude mit viel Zauber drumherum. Espada sucht nach einem Teniente. Also ist sie vermutlich da drin. Hinter wem ist sie her? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt, Held. Versuch das vielleicht auch mal. Hey, Clara. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Noch nicht. Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Ah ja, Camila. Tue, was nötig ist. Wir brauchen die Unterstützung der Bauern, wenn wir den Westen übernehmen wollen. Ich gehe jetzt dorthin. Ich rufe dich an, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Dani. Carlos wird dich lieben. Das werden wir ja noch sehen. Alter, wie viel von diesen... Oh. Du behältst mich im Auge. Warum? Was gibt's denn hier Schönes? Will ich da mal reingucken? Will ich denn hier mal reingucken? Kamera. Scheiße, ein Sprühkommando. Ingenieur gesichtet. Den Alarm sollte ich ausschalten. Dann versucht mal Verstärkung zu rufen. Machen wir die jetzt aus. Sieht so aus. Schön, wie das aber knacken tut, wenn er dir den Kopf schießt. Hier muss ich gut aufpassen. Ach. Bullshit. Ja, und wie nehme ich das dann ein? Ich verstehe das eben gerade nicht so wirklich. Man muss das doch, man kann das doch dann bestimmt irgendwie übernehmen, oder? Oder habe ich jetzt, vergesse ich immer irgendwas? Ich frage mich, ob ich irgendwas vergesse, die ganze Zeit immer irgendwie mitzunehmen. Oder irgendwas kaputt zu machen? Dass man hier am Ende dann... Ich bin mir halt wirklich nicht so sicher, ne?
Truck. Scheiße! Muss ich denn jetzt noch irgendwas machen, wo ich dann sage, was auch... Wir hatten doch das einmal zu Beginn, war doch irgendwie, dass wir ein Plakat zerstören müssen. Wo das dann... Vorsicht, da explodiert was. Nur die Plakette. Na, aber wir mussten doch das eine Mal, hieß es doch, wir können hier so Posten zerstören. Dann müssen wir wiederum... Oder sehe ich das halt falsch? Es war doch das erste, was wir gemacht haben. Wir hatten doch mal sowas eingenommen. Sowas, was auf der Straße war. Und da haben die doch sonst gesagt, wir müssen die irgendwie die Leute töten und dann irgendwie ein Plakat zerstören. Ja, und aber... Wie, was, wo... Oder zählt das halt dann nur bei gewissen Dingern, oder? Ich habe jetzt eben echt keine Ahnung. Weil ich mach das ja kaputt und dann, ja, was bringt mir das dann? Ich kann ja bloß Zeug plündern und das war's. Aber man muss doch irgendwie Zeug übernehmen können, oder? Oder bin ich da jetzt wirklich irgendwo zu blöd, gerade eben das zu verstehen? Ich hab keine Ahnung. Mensch, hier vorne ist da gleich wieder was. So geht das, mein Freund. So schießt man auf Leute. Gracias. No hay problema. Hilfe! Hilfe, was? Omi Mamimu, was? Runter damit! Was? Er hat gesagt, runter damit, und jetzt liegt er im Dreck, also er ist doch unten. Ich habe mich doch bloß daran gehalten, dass er von mir wollte. Schießpulver. Langsamer.
Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ne, okay, das hat nichts. Ne, okay, ich dachte jetzt ist hier irgendwas. Dass man hier irgendwas Spezielles findet oder irgendwas einsammeln kann oder so, aber ist ja nichts. Oh, da drin ist ein Blub Blub. Blub Blub. Blub Blub Blub. Haben sie aber gut gemacht, dass das jetzt immer automatisch geplündert wird, dass du einfach bloß drüber läufst und er plündert das. Das, das sind. Sieh sich einer diesen ganzen Vivido-Tabak an. Wow. Dass man da nicht jedes Mal da drüber hämmern muss und dann jedes Mal drücken muss. Okay, Felix sagte, sie wurde auf der Tabakplantage gesehen. Wow, die soll da oben sein. Okay, die Säcke kriegen schon mal keine Verstärkung. Sehr gut. Hoffe ich zumindest, dass es hier bloß ihn gibt. Ja, okay, die Frage ist nur, wie viel gibt's jetzt hier drinnen von denen? Wenn einem das nicht gesagt wird, gell? Coño, mit dieser Espada ist nicht zu spaßen. Scheiße, noch eine Leiche. Skorpion. Unsere Wissenschaftler haben die Viren in unseren Labors entwickelt. Und unsere Bauern züchten den veränderten Tabak auf unseren Feldern. Niemand half uns. Niemand glaubt an uns. Das Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Okay, da bin ich immer gespannt. Was passiert hier? Was ist hier? Ich würde sogar auf was lachen.
wie hat die alle getötet? Gut, man, ich weiß ja nicht, wie alt die ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hatten. Sie tötet gerade die ganzen Leute. Scheiße, was geht denn da oben ab? Den Namen solltest du nicht benutzen. Er hat Leute für weniger hingerichtet. Soll mir das Angst machen, dass du mir die ganze Zeit mit einer Hinrichtung drohst? Oh, natürlich. Die legendäre La Espada hat keine Angst zu sterben. Nein, habe ich nicht. Ich habe Angst davor, dass unser Land halt... Nein! Bitte! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Vamos. Okay. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird unterm Arsch hängen. Ja, hier drin sind aber noch Kisten sein. Ich will die Kisten haben. Aua! Ja, wer denn? Oh. Alter, die treffen aber manchmal aus Ecken und aus Winkeln, das ist Wahnsinn. Ich müsste mich ja selbst noch irgendwie ein bisschen decken, hä? Du blöde Eule. Was geht denn bei dir, du Penner? Aua! Okay, soll es jetzt hier weitergehen oder was? Ja.
Ja, Guapo, sei da ganz cool gechillt. Warte mal, ich muss gucken, ob ich an dieses scheiß Geschütz rankomme. Egal. Cool. So viel zu leise. Gehen wir. Wir gehen doch schon. Wo willst du denn hin? Na, wo willst du hin? Auf den Fersen. Fall nicht zurück, bleib bei mir, okay? Okay. Reiten wir. Ja. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Langsam. Du findest niemanden. Nein. Hier lang. Hier drüben unter die Brücke. Das ist doch gut gelaufen. Ruhig. Okay. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Schön, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärdrüben-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon. Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck draus gemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lang auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugeben würde. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein. Ist schon gut. Ist ein gutes Training. Okay, ich muss auch sagen, wow. Die Animation sieht aber ein bisschen kacke aus, wenn die auf dem Pferd reiten. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Oh.
Hola, es Montero. Eso, eso. Eso. Dale, papá. Ese jefe. Claro que sí, cojones. Dale, dale, dale. Oh. Vamos, vamos, vamos. Eso. Okay. Wo warst du? Auf Erkundung? Blödsinn. Wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist seine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los! Cool. Ein Treffen mit den Monteros. Sehr schön. Okay, und dann würde ich sogar sagen, was ist denn wieder kaputt? Kurierlager einrichten. Sprich mit dem Vorarbeiter von der Bauleitung, um Einrichtungen im Kurierlager zu bauen. Warum verbessere Lagereinrichtungen, um verschiedene Vorteile zu erhalten und unterschiedliche Spezialisierungen freizuschalten? Alter, das wird doch immer mehr. Das kann man sich ja alles gar nicht alles merken, weil man hier alles machen kann. Das ist ja Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, das war's für die Folge. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Clara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist es gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Einer von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Wir befreien deine Familie aus den Paria-Lagern. Keine Sorge. Okay, dann war's das jetzt. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. So nennt man José eigentlich Napoleon.